Muss man das genaue Datum immer wieder nennen? Beginnt auf der Suche nach dem Sinn in meinem Leben, doch ich kann ihn nicht finden. Was das schon, kann das alles sein? Was kommt danach? Wann ist's vorbei? Wer kennt die Antwort auf diese Frage? Die Tage vergehen. Passiert, nichts ist geschehen und es rebelliert in den Falten meines Hirns, in den Ecken meiner Seele, meiner Seele, meiner. Wieder mal im Tag verschenkt. Wieder mal im Tag verschenkt. Ja, das war natürlich bitter. Ich hätte natürlich gerne mal eine Meisterschaft mit der Eintracht gefeiert. Ne? 59 war ich noch nicht auf der Welt. Ich bin erst 4 Jahre später auf die Welt gekommen. Und das war natürlich sehr bitter, zumal wir auch zu dem Zeitpunkt einen Traumfußball gespielt haben. Und ich sag mal, außer der Zeit Hölzenbein, Nickel, Grabowski war das so, die fand ich die schönste Zeit mit der Eintracht. Wir spielen gegen Rostock. Das Ding ist im Sack. Und so war eine Woche Feiern angesagt, schon davor. Also bei uns, bei unseren Freunden, Fans. Ich war die Tage über auch in Frankfurt. Ich habe ja in einer anderen Stadt studiert und bin schon früh hier nach Frankfurt gefahren, um dann von Frankfurt mit 5 Freunden aufzubrechen nach Rostock. Wir hatten eine unglaubliche Fahrt da hoch. Also die Stimmung war hervorragend. Wir sind nachts angekommen. Du hast dich auf einem Parkplatz vor dem Stadion, hast du dich zur Ruhe gelegt und dann morgens um 7 Uhr, quasi mit, kurz nach Aufgang der Sonne, öffnet einer sein Lieferwagen, in dem standen nur 2 große Boxen und der ganze Parkplatz wird geweckt. Eine unglaubliche Szene. Nachts, wir waren die Ersten, die ankamen, standen ganz allein auf diesem Parkplatz und als wir morgens aufgewacht sind, war der ganze Parkplatz voll mit Eintracht-Fans. Die Musik ging los, die Leute wurden wach, die Fahnen wurden rausgeholt, es wurde auch schon morgens das ein oder andere Bier getrunken. Man ist in die Innenstadt gezogen, alles war ein Meer aus Schwarz und Rot und wir wussten, wir werden heute Deutscher Meister. Ja, ich nehme an, dass sie gewinnen, 3-1 oder so. Ich weiß nur eins, wenn die Frankfurter heute verlieren, dann schaffen sie es überhaupt nicht mehr, weil so eine Mannschaft wie dieses Jahr haben sie schon lange nicht mehr gehabt. Und die werden es auch nie mehr wieder kriegen. Und dann kommt dieses Spiel und du merkst nach einer Viertelstunde, jeder, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat, der merkt, das läuft hier unrund. Wir müssen diese Rostocker knacken, wir müssen sie knacken. Die Meisterschaft musste an diesem letzten Spieltag entschieden werden. Frankfurt, Stuttgart und Dortmund waren auf den ersten 3 Plätzen, wobei die Eintracht die beste Tordifferenz aufzuweisen hat. In der 65. Minute ging Rostock in Führung und nur 2 Minuten später kam Kruse für die Eintracht ausgleichen. Die wohl entscheidende Szene in der 77. Minute. Ralf Weber wird klar von Stefan Böger gefoult. Doch Schiedsrichter Alfons Berg gibt keinen Elfmeter. Während Stuttgart in Führung geht, verliert die Eintracht 2 Minuten vor Schluss durch einen Rostocker Treffer 2:1. Es reicht nur für den 3. Platz. Für viele Leute ist es halt so, bin ich bekannt geworden für meinen Ausraster und weniger für die Leistung, die ich für die Eintracht gebracht habe. Die 2, 3 Spiele davor, wir haben also hier gespielt mit der Werder Bremen. Und das ist für mich den Punkt, wo ich sagen muss, da ist die Entscheidung gefallen. Mit ein bisschen mehr Biss hätten wir die Spiele gedreht oder hätten sie gewonnen. Und hätten am Ende eventuell dieses, ja, das Herzschlagfinale uns gar nicht mehr geben müssen. Da war in meiner Kabine in Rostock solche für jeden so ein großer Blumenstrauß. Für die
für die Frauen sollte sich dann umziehen. Steppi, seine Frau, die sollte im Zylinder da reingehen mit dem Stock, wie der heißt das, und mit dem Zigarchen. Und das war also für die Siegesfeier. Und dann zu Hause war alles polizeilich organisiert, wenn wir wieder ankommen am Flughafen. Wir hatten ja eine Shuttle-Maschine. Und im Sheraton-Hotel war für 600 Leute kaltes Buffet und großer Empfang. Das war eine Enttäuschung. Das war eine Enttäuschung. Zwei Jahre später, nach dem Weggang von Uwe Bein und der Trainer Stepanovic und Topmöller, sorgte dieser Herr für eine neue große Enttäuschung. Also auch unser Gremium, sprich Verwaltungsrat, war der Meinung, dass wir jetzt einen Trainer holen mussten, der internationale Erfahrung hat. Wenn ich hier am 7.7. anfange, werden die Uhren anders gehen. Und sie gingen anders, nämlich rückwärts. Der folgenschwere Trainerirrtum stürzte die Frankfurter in die größte Krise der Vereinsgeschichte. Der Höhepunkt, Yeboah, Okocha und Gaudino wurden vom Dienst suspendiert. Kurz danach schlich sich der selbsternannte Meistertrainer davon, hinterließ einen Scherbenhaufen.